Transportgehweg sperren. Wenn Sie die gefährliche Aufgabe der Betäubung der Sauriers nicht selbst in die Hand nehmen möchten, können Sie an die Einsatzkommando DEK kurz damit beauftragen. Wir zeigen Ihnen wie. Klicken Sie auf der Schaltfläche, um fortzufahren. Das Hauptquartier des DEK ist der Bunker des Dino-Einsatzkommandos. Öffnen Sie das Fenster Einladung. Ah ja. Klicken Sie auf die Registrierkarte Gebäude. Huch. Sehen Sie die Fläche ohne zu bewegen zwischen den Gehegen? Platzieren Sie den Bunker des Dino-Einsatzkommandos dort. Ja, da müssen wir erstmal suchen jetzt. Wir haben keine Übersicht jetzt hier. Hier sind so zwei Gehege. Sollen die Fläche sein? Da ist nicht. Hier gibt es ein Gehege. Oder ist ja auch frei, ja. Sehen Sie die Fläche ohne Wege zwischen den Gehegen? So. Hier ist ein Gehege. Aber wo bitteschön ist das zweite Gehege? Hier ist ein zweites Gehege. Sehen Sie die Fläche ohne Wege zwischen den Gehegen? Das könnte ja nur hier sein eigentlich. Ach, wer setzt das einfach? Scheiße. So, super. Jetzt grenzt sich das Dino-Einsatzkommando in die Arbeit machen. Klicken Sie auf das Fähigchen, um fortzufahren. Nun hat Ihr Ankylosaurus angefangen zu toben. Machen Sie den Weg frei, damit das Dino-Einsatzkommando seinen Einsatz ausführen kann. Klicken Sie auf das Häkchen, um fortzufahren. Warten Sie, bis das Dino-Einsatzkommando den Dino erbändigt. Erleben Sie das Team in Action, das ist reine Poesie. Da kommt sie. Ansicht von oben. Hui. Dann möchte ich gerne hier den Besuchermodus jetzt holen. Was ist der für so dumm? Blups. Oh, da ist sauer, würde ich mal sagen. Das DEK konnte den Tobsuchsanfall beenden. Denken Sie daran, dass die Saurier eher toben, wenn sie wütend sind. Manchmal toben sie aber auch nur, weil sie nicht gerne in Gehegen eingesperrt sind. Jetzt wissen Sie, was Sie tun können, wenn Sie einen tobenden Dino in Ihren Zoo bekommen. Klicken Sie auf das Schrägchen, um mit dem nächsten Lernprogramm fortzufahren. Oder auf das X, um das Abmenü zurückzukehren und Ihren eigenen Zoo aufzubauen. Auch die bocken den selber in die Kiste. Aha. Ja, dann klicken wir einfach auf nächstes Szenario. Mit ein paar schönen Pinguinen. Ich glaube, es sind Geisterpinguine, wenn ich mich nicht ganz täusche. Lernen und Unterhaltung. Sie sind bereit, die fantastischen neuen Gebäude und Mitarbeiter kennenzulernen, die der Unterhaltung und Lernerfahrung ihrer Besucher dienen. Sie erfahren außerdem alles über die neuen Reaktionsanreizobjekte für ihre ausgestorbenen Tiere. Klicken Sie auf das Häkchen, wenn Sie bereit sind. Als erste Aktion platzieren wir einen ausgestorbenen Tierarten-Lernbereich. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anlagen. Klicken Sie jetzt auf die Registrierkarte Gebäude. Sehen Sie den leeren rechteckigen Bereich innerhalb des Waldes? Ihr neuer ausgestorbener Tierartenlandbereich passt dort großartig hin. Was ist das? Entertainerbühne, Spielausgrabungsstätte und das ist der ausgestorbene Tierbereich. Okay. Der sechseckige Bereich, hä? Ach, der leere rechteckige Bereich.
Da sind sie ja zwei hier. Fahren wir da hin. Denke ich mal. Ja, gefällt es mir nicht so. Nö, fahren wir da hin. Da gefällt es mir. So. Gut, die macht noch ein Gebäude und dann kann das Spaß losgehen. Klicken Sie auf die Schräckchen, um fortzufahren. Die jüngeren Besucher lieben ein Zoo zum Anfassen. Sie wollen buddeln und sich die Hände dreckig machen. Geben Sie ihnen die Gelegenheit dazu in der Spieleauskommungsstätte. Also wieder Anlage. Die Spieleauskommungsstätte. Ja, das können wir hier mit hinklatschen. Prima, jetzt können Sie die kleinen Besucher in der Erde buddeln. Sobald Sie etwas Aufregendes gefunden haben, können Sie es zum ausgestorbenen Tierartenlandbereich bringen. Geben Sie ihnen genug beim Graben zu. Wenn Sie ihnen genug beim Graben zugeschaut haben, klicken Sie auf das Häkchen. Ach so. Ach, da buddelt schon einer. Blöd, dass Sie nicht ranzoomen können jetzt so. Na gut, dann klicken wir auf weiter. So, der ausgestorbene Tierartenlandbereich und die Spieleauskommungsstätte sind nur zwei Möglichkeiten, Ihre Besucher zu unterhalten. Wenn Sie noch etwas mehr Schwung hineinbringen möchten, stehen Ihnen zwei neue Mitarbeiter zur Verfügung. Klicken Sie auf das Häkchen, um Sie kennenzulernen. Los geht's, indem Sie das Fensterpersonal öffnen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Personal. Jetzt können wir noch ein bisschen ranzoomen. Huch, wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich da in die Richtung. Die junge Dame scheint was gefunden zu haben. Was macht sie? Schmerzt den Opfereimer. Juhu, er hat einen Knochen gefunden. Na, super. Nur schmerzt nach in den Opfereimer, wenn es geht. Er hat auch was gefunden. Ja, sieht aber aus wie Öl. Ach, sie hat eine Flasche gefunden. Okay. Alter Pech gehabt. Was macht der Junge? Da bringt sie ja in zum Lernbereich. Jawohl. Aha! So ist das gedacht. Also wenn sie ja irgendwas ausbuddeln, die Knochen ausbuddeln, dann erwächst ja ein Dinosaurier. Cool! Jetzt wissen wir aber, wie das alles zusammenpasst. Gut, dann drücken wir mal auf die Schaltfläche Personal. Platzieren Sie die Entertainer-Bühne. Sie passt wunderbar auf den Sandweg zwischen den beiden, den zwei Toiletten. Innerhalb des abgegrenzten Bereichs achten Sie darauf, dass noch genügend Platz für das Betreten der Bühne ist. Ups. So. Sehr schön. Suchen Sie jetzt nach einem Entertainer, der für unser Amüsement sorgt. Klicken Sie auf das Häkchen, um fortzufahren. Platzieren Sie Ihren Entertainer. Ja, hier schon in der Maß. Okay. Ja, ändert den auf den Weg in der Nähe der Bühne. Also dahin. Ach, weil ich ein bisschen bei der Toilette mal da zurückkommen musste. Naja, gut. Wow, da ändert den für Tricks und Shows vor, um die Besucher bei Laune zu halten. Auf der Bühne sind sie am besten. Aber sie können auch im Zoo herumspazieren und die Besucher vor Ort unterhalten. Sie bekommen am Ende des Monats 200 Euro Gehalt. Wählen Sie zwischen einem Saurier oder dem Seewetzhorn-Tiger-Kostüm, wenn Sie ihn genug bei Ihrer Show zugeschaut haben. Okay, das können wir gleich vielleicht mal machen. Für Ihren Zoo steht Ihnen jetzt auch ein Paläontologe zur Verfügung. Dieser neue Mitarbeiter unterrichtet Ihre Besucher im ausgestorbenen Tierarten-Lernbereich.
Zwischen den Vorträgen sucht er nach fossilen Teilen ihrer Iren zu und bringt diese in das Forschungslabor für ausgestorbene Arten. Wenn man das hat. So. Jetzt gucken wir uns mal. So. Ach ja, da gibt es sogar Müll drin in dem Dinger. Guck mal. Juhu. Ja, das hätte ich mal da hinten stellen müssen. Hätte ich hier hinstellen müssen. Aber ist egal. Es ist trotzdem lässiger Klops. Kennt das Säbelzahntiger, ne? Ja. Bisschen schlank, finde ich. Gut. Ja, gucken wir mal, was der Paläontologe so kann. So. Platzieren Sie den Paläontologen in der Nähe der ausgestorbenen Tierarten. Landpreis. Ja, dann können wir hier gleich hinpostchen. So. Sehr gut. Jetzt kann Ihr Paläontologe die Besucher über Fossilien informieren. Wenn er damit fertig ist, macht er sich wieder in seine Arbeit, Fossilien zu suchen. Paläontologen sind hochqualifizierte Mitarbeiter und erhalten 500 Euro Gehalt am Ende des Monats. Klicken Sie auf das Häkchen, um fortzufahren. Oh, wie man sieht, hat er schon den dritten Knochen gefunden. Und diese Wahnsinn. Jetzt erzähl mir nicht, liest er ab. Na gut. Überprüfen wir nun, wie zufrieden Ihre Tiere sind. Klicken Sie auf einen der Dolos im Gehege mit den tropischen Regenwald, rechts neben den ganzen Gebäuden, die Sie gerade errichtet haben. Rechts? Also müssen wir nach rechts gehen. Auch da ist unser kleiner Entertainer, Asukor. Wow, da sind wir gerade richtig gekommen. Süß. Den scheint es wohl nicht schlecht zu gehen, würde ich mal sagen. Komm her, Dodo, dich soll mal anklicken. Ihrem neuen Dodo scheint... Okay, ihrem neuen Dodo scheint es gut zu gehen, aber seine Ansprüche an die Umgebung sind noch nicht ganz erfüllt. Was können wir tun, damit der Dodo sich etwas heimischer fühlt? Klicken Sie auf das Häkchen, um fortzufahren. Da haben wir eben gerade die Geburt zwei von zwei Todos gesehen. War nicht schlecht. Ja, klingen wir mal vom Wort fahren und mal sehen, wie wir die Bedürfnisse bessern können. Ausgestorbene Tiere reagieren empfindlicher auf ihre Umgebung als andere Zootiere. Sie mögen eine Umgebung mit Objekten aus ihrer gewohnten Klimazone. Da der Dodo im tropischen Regenwald heimisch ist, würde er sich sehr über eine Nebelquelle im Gehege freuen. Klicken Sie im Infofenster des Dodos auf Tierpflegerempfehlungen. Dann machen wir doch das mal. Gut, klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche Reaktionsanreizobjekte, um die empfohlenen Objekte für den Dodo anzuzeigen. Beschäftigungsprogramme. Tierfutter, Beschäftigung, Tierunterstände, Bahn für Becken, Biomgestaltung, Felsen, Pflanzen, Bäume. Aber wir wollen ja Beschäftigungsprogramme. So. Klicken Sie auf das Symbol für die Nebelquelle und platzieren diese im Dodo-Gehege. Nebelquelle? So. Die kann man ja auch drehen. Wie war das? Ja, ja. So. Ein bisschen schräg. Babsch. Perfekt, jetzt fühlt sich Ihr Dodo wohl. Ihnen stehen außerdem ein Gletscher für die Tiere aus kalten Klimazonen und eine Teergrube für das Wohlbefinden ihrer Warmwettertiere zur Verfügung. Ach, da hüpft er gleich hin. Guck ein. Denken Sie daran, dass... diese Objekte in den entsprechenden Biomen mit den ausgestorbenen Tieren zu platzieren. Klicken Sie auf das Häkchen, um fortzufahren. Werfen wir nun einen Blick in den ausgestorbenen Tierartenlernbereich. Suchen Sie diesen auf der Karte und klicken Sie darauf. Da müssen wir ja rüber. Ey, wo ist der dritte Knochen hin? Juhu, Ihr Besucher bringen bereits Knochen aus der Ausgrabungsstätte. Im Handumdrehen rekonstruiert sie tolle Skelette von ausgestorbenen Tieren. Weil einer einen Knochen geklaut, für einen waren es drei.
Also sowas. Also gucken wir mal weiter. So, dies ist das Ende dieses Lernprogramms. Sie können jederzeit zurückkehren, um Ihre Gänse zu den neuen aufregenden Features von Zoo Tycoon 2 ausgestorbenen Tierarten wieder aufzufrischen. Klicken Sie auf das X, um zum Hauptmenü zurückzukehren und um mit dem Bau eines aufregenden Zoos zu beginnen. Jawohl. So sieht's auch aus. Denn ab der nächsten Aufnahme geht's dann los mit Tierpfleger in Schulung. Neue Tierzugänge, Zoo im Anfangsstadion und so geht's weiter. Und so geht's auch weiter, denn mit der Tierpfleger in Schulung, da sind wir bestimmt wir gemeint, neue Tierzugänge, Sie haben die einmalige Chance, die Leitung eines kleinen Zoos zu übernehmen. Sie müssen vorher jedoch beweisen, dass Sie verstanden haben, dass Tiere unterschiedliche biomspezifische Bedürfnisse haben. Stellen Sie sicher, dass jedes Tier in einem geeigneten Gehege untergebracht wird und leiten Sie Ihren neuen Zoo einen Monat lang. Führen Sie alle Szenarios in dieser Kampagne durch, um den Blumenpfosten freizugeben. Jawohl. Und das ist unsere erste Aufgabe in Nordamerika, ein Grasland-Biom. Schwierigkeit soll einfach sein, Kartengröße klein, okay. Ich hoffe nur, die sind schon fertig, nicht, dass wir die noch extra bauen müssen. Wie es aussieht, sollten die fertig sein. Wir kriegen also die Tiere und müssen die dementsprechend neu zuweisen. Dann gibt es den Zoo im Anfangsstadion. Beim Aufbau eines blühenden Zoos, in dem sich Tiere und Besucher wohlfühlen, gilt es, eine Reihe von Schritten zu beachten. Am besten gehen Sie dabei Schritt für Schritt vor. Um die Einrichtung zu einem attraktiven Ausflugsziel zu machen, führen Sie alle Szenarios in dieser Kampagne durch, um Blumenpfosten freizugeben. Okay, und so geht's weiter. Sie Ihren Zoo in allen Bereichen aus und steigen Sie damit den Bekanntheitsgrad Ihres Zoos. Nach den Erfahrungen, die Sie beim Aufbau des Zoos gemacht haben, ist nun an der Zeit, Ihre Anlage zu erweitern. Bauen Sie Ihren Zoo in allen Bereichen aus und steigern Sie damit den Bekanntheitsgrad Ihres Zoos und die Besucherzahlen. Der endgültige Erfolg Ihres Zoos lässt sich an den einkommenden Spenden ablesen. Führen Sie alle Szenarios aus, um Blumenpfosten freizuschalten. Jawohl. Aha, jetzt haben wir sogar einen Namen teilweise. Und wir sind wohl ein Vertreter von der Tierschutzorganisation und sollen den Waldhamm-Park, den Rheintrieb und den Wolfarton-Park hier soll man Tiere pflegen und heilen. Ja, da bin ich mal gespannt. Einsatz für den Tierschutz. Für die Rettung der Elefanten, okay. Na gut, wir haben ja jetzt ja jede Menge zu tun. Kopf der Tiere, den Schmugglerring entlarvt, dann der Globus, Biome der Welt, dann Artenschutzprogramme für alten Erhalter Tiere, mysteriöse Banda, das wird dann auch noch frei geschaltet. Nur so ist mit einem außerordentlich im Ruf bekommen, überhaupt für den Erwerb als großen Bänderbären in Fragen. Vergoldete Bänderstatue gibt es dafür. Dann der Abenteuer Afrika, eine Erdmännchenkolonie. Naja, Sekretär. Können Sie die Verhaltensweise eines langbeinigen Abwurfes ab 5 bannen? Führen Sie alle Szenarios hin. Schwierigkeit normal. Alle Verhaltensweisen. Das könnte ganz schön dauern. Sie wurden für den Aufbau eines Zoos eingestellt, in dem 14 afrikanische Arten gehalten werden. Nur 4 dieser Arten dürfen Savannentiere sein. Führen Sie alle Szenarios in dieser Kampagne durch, um die Objekte Wüstendemos freizugeben. Wahnsinn! Transport, Fotosafari, die WIPs. Testen Sie Ihre fotografischen Fähigkeiten, indem Sie Fotos sowohl von gewöhnlichen Besuchern als auch von WIPs schießen.
Wahnsinn. Das Yavanna-Nashorn. Verwenden Sie Ihre Kamera, um das geheimnisvolle, stark bedrohte Yavanna-Nashorn zu dokumentieren. Dabei gibt es nur einen Haken. Sie dürfen nicht allzu nah herangehen. Naja. Und die Katzenschutzgebiet. Verwenden Sie ein kleines Schutzgebiet für Großkatzen in einem erfolgreichen Zoo und üben Sie nebenbei Ihre fotografischen Fähigkeiten. Um einen Katzenbaum zu bekommen. Naja. Und zum Schluss dann noch, was haben wir noch? Bedrohte Arten. Nachzucht und sowas, Meerestiere für die ganzen Shows, dann ausgestorbene Arten, ja, yep. Erforschung ausgestorbener Arten und so weiter und so fort. Und zum Schluss das Dinosaurier-Zoo. Erwerben Sie einen riesigen Tyrannosaurus Rex für Ihren finanziell angeschlagenen Zoo. Ach du Christi Motten. Die Tyrannosaurus Rex hier einen angeschlagenen Zoo. Naja, auf jeden Fall geht's dann in der nächsten Aufnahme mit Tierpfleger in Schulung weiter. Und damit wünsche ich euch bis dahin viel Spaß bei den anderen Videos. Wir sehen uns bald in der nächsten Szenario. Im ersten, oder beziehungsweise gesagt, im ersten Szenario oder ersten Szenario der Kampagne dann wieder. Tschüss, bis dahin, euer Nightrider.